Das heißt, ich betone immer wieder, Holofeeling ist zuerst einmal das einzige, ich sag mal, das Glauben, ein Glaubenssystem. Man könnte es auch eine Philosophie nennen, wobei ich da immer, wenn im Zweifel bin, bei Philosophie heißt ja eigentlich nur die Liebe zur Weisheit und man nennt so viel mittlerweile bis hin, eine Automarke hat eine gewisse Philosophie, das ist eine Entheiligung dieses Wortes Philosophie. Und darum reden wir mal von verschiedenen Glaubenssystemen, die können religiös sein, die können auch philosophisch sein, Philosophen streiten um gewisse Standpunkte und jeder vertritt einen gewissen Standpunkt, ein Glaubenssystem. Holofeeling ist jetzt diesbezüglich eigentlich kein Glaubenssystem, oder ich sage mal anders, es unterscheidet sich von allen Glaubenssystemen der Welt, die du dir ausdenken kannst, wenn du da suchst. Zuerst einmal, dass hier die Frage, was ist richtig und was verkehrt oder gut oder böse, überhaupt nicht auftaucht, wenn du das verstanden hast. Und was jetzt noch viel wichtiger ist, du kannst Holofeeling als einziges Glaubenssystem, was die wichtigen Aussagen sind, hier und sofort, hier und jetzt, sofort auf der Stelle de facto überprüfen. Das heißt, dass du zuerst einmal einen Ausgangspunkt schaffst. Holofeeling ist ein Übersystem. Du kennst es, das ein Beispiel. Ich gehe mal davon aus, wie weit du, gehe ja in philosophische Strömungen, ich gehe in alle Religionen rein, die ich anspreche. Es ist, wenn du das Geistreich entschlüsseln kannst. Und das passiert jetzt mit Holofeeling. Holofeeling zeigt dir eigentlich den Matrixcode. Es geht nicht, dass du die Matrix überwindest, sondern die Ausgangsbasis ist, ich unterhalte mich jetzt mit einem Geistmatten. Das ist das Erste, du musst den Mut haben zu begreifen, du bist das Einzige, was immer ist. Darf ich da eine Frage Ja? überstellen? Das ist eigentlich auch der Grund, dass ich angerufen habe. Eigentlich sind das zwei Sachen. Ich möchte die Fragen erst beide mal formulieren. Erstens, dass ich Holofeeling sehr intensiv studiert habe. Ich beanspruche nicht, dass ich alles verstehe. Ich begreife es nur, aber es packt mich immer wieder. Und was ich dann merke, auch in meiner Beziehung, meine Freundin stellt dann fest, dass ich mich von ihr löse. Und ich kenne das aus deinen Beispielen, aber ich bin auch Familienvater, ich habe zwei junge Söhne und ich muss sagen, das beängstigt Das mich. widerspricht sich nicht. Das macht dir Angst. Das, was Angst macht, ist das Problem noch von deinem Programm. Ich gebe dir jetzt einmal ein paar Standpunkte. Ich betone immer wieder, wenn du Holofeeling verstanden hast, es geht überhaupt nicht darum, dass du irgendwas an dem Matten veränderst. Es ist immer wieder dieses Verbessern. Ich gehe mal davon aus, dass du auch diese Selbstgespräche, die hier teilweise drin sind und die Skype-Aufnahmen dir Ja, reinhörst, die höre ich mir alle an. und da weise ich immer wieder darauf hin. Für dich ist das da mal wichtig. Du musst in die Welt der Fakten. Und ich meine jetzt wörtlich, immer wortwörtlich, das Faktum ist ein hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Das Faktum deines Lebens besteht darin, dass es denkt in dir. Und du schaust dir dieses Denken an. Das ist jetzt, du bist immer, und egal an was du denkst, egal welche Information du anschaust, es verändert sich dabei nichts an dir, weil du etwas bist, was du nicht denken kannst. Das ist jetzt der erste Schritt. Diese Gedankengänge von Holofeeling führen dich in die geistige Welt. Mann, und ich betone jetzt, nimm das sehr ernst, was ich dir sage. Es geht hier nicht um den Udo, den du dir ausdenkst. Wenn du jetzt vollkommen bewusst bist, ist jetzt in dir der Glaube, du bist der Matten. Das heißt, du kannst jetzt den Körper um dich herum ausdenken, dann spürst du den, der ist natürlich nur dann dort dieser Körper, der physische Körper des Matten, wenn du an ihn denkst. In dem Moment, wo du über irgendwas nachsinnierst, ich mache jetzt schon die Sinuswellen, dass du Gedankenwellen aufschmeißt, da ist kein Körper von der Matten da. Nee, das stimmt. Du musst dich von dem Materialismus, das ist ein Faktum. Du kannst nicht überprüfen, ob der physische Körper des Matten existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Die Frage beantwortet sich von selbst, weil wenn du nicht an ihn denkst, ist der Körper nicht da. Wegen der Ethik, du sprichst immer wieder an, die Ethik der normalen Menschen, das sollst du eigentlich loslassen. Es gibt keine Welt Richtig. unter, ja. Aber wenn ich zum Beispiel meinen Sohn sehe oder wenn er Schmerzen hat, auch wenn ich ihn nicht sehe, ich weiß zum Beispiel, er ist jetzt bei einem Freund, dann müsste ich eigentlich Holofeeling-mäßig, er ist jetzt nicht da, er ist nur ein Die Gedanke, der. Frage, nein, das stimmt nicht. Du gehst dir selber auf den Leim. Der ist jetzt da, weil du an ihn denkst. Er ist dann nicht da, wenn du nicht an ihn denkst. Du musst sehr, sehr präzise werden. Das heißt,
die Wachheit beginnt nicht, indem du irgendwas veränderst. Mhm. Pass auf, ich mache mal so elementare Sachen, die hast du zigfach gehört, aber dass wir hier eine Ausgangsbasis haben, die sehr wichtig ist. Und das sind bei Holofeeling sind zwei Sachen. Das sind einfach mal die einfachen Erklärungen, die jeder normale Mensch eigentlich sich bewusst machen könnte. Aber du wirst in deiner eigenen Erfahrungswelt merken, dass ich dir jetzt was erkläre. Zum Beispiel, dein Körper existiert nicht, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Das leuchtet ein, darüber kann man nicht diskutieren. Das ist in einem gewissen Maß ein Faktum. Ja, das verstehe ich auch. Ist eigentlich keins, weil wenn du nicht, das ist immer wieder, wenn du wieder an deinen Körper denkst, ist er wieder da. Für dich, Geist, du bist ein wahrnehmender Geist. Und alles, was du wahrnimmst, befindet sich hier und jetzt als Information in deinem Bewusstsein. Das gilt, selbst wenn du ein tiefgläubiger Materialist bist. Das heißt, ich habe in den letzten Selbstgesprächen so ein Beispiel. Halte mal die Hand vor dich hin, jetzt vom Matten, schau die an. Und jetzt nimm den Finger und kratz in der Handfläche und schau einfach zu. Und jetzt pass auf, jetzt hör zu, was ich dir sage. Wenn du jetzt unbewusst bist, hast du den Eindruck, dass deine Hand es spürt. Jetzt ist aber dein Intellekt, der wird dir sagen, in der Hand ist nichts drin, was was spüren könnte. Da die Nervenstränge, die gehen in dein Gehirn und wenn das Signal bei deinem Gehirn ankommt, spürst du das, aber du meinst, die Hand spürt es. Was ich dir damit sagen will, ist, alles, was du prinzipiell wahrnimmst, und das gilt selbst für einen tiefgläubigen Materialisten, muss in irgendeiner Art und Weise in deinem Gehirn in Erscheinung treten. Ob dir einer auf den Fuß steigt, ob angeblich Schallwellen und Lichtwellen von außen in dich reinkommen, erst wenn das in dir drin ist, in deinem Gehirn, in irgendeiner Art und Weise, so lehrt dich das der Materialismus, siehst du das. Was der Materialismus komplett außen vor lässt, wer ist das, der sich das anschaut? Ja. Das ist das Punkt, wo, das ist dieses Nichts, das du selbst bist. Ich gehe jetzt einen Schritt weiter, da kommt überhaupt nichts von außen. Das ist wie, du bist ein träumender Geist. Und jetzt ist wichtig, sobald du an träumenden Geist dir denkst, ist dir schon wieder eine Information. Ja. Der träumende Geist steht für ein Symbol, für etwas, was du nicht denken kannst. Ich betone das immer wieder. Das mache ich in den höheren Schriften, ist das Rot-Blau. Wenn ich dich jetzt frage, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst, egal an was du jetzt denkst, das bist nicht du. Du bist der, der sich diese Information, die in dem Moment aufgeschmissen wird, anschaut. Ja, und das kann ich auch spüren. Ich habe ab und zu, wenn ich nachts im Bett wach werde, ja, ich drücke das immer ein bisschen komisch aus, aber dann bin ich mir 100% bewusst. Ich fühle das auch. Ich bin nicht dieser Körper. Ich bin nicht. Das ist was du anschaust. Du musst gar nicht so kompliziert denken. Trenne, pass auf, du musst trennen zwischen dem Denker, das ist ja der Adam eigentlich, und da kommt das große Geheimnis, was du in allen Religionen findest. Das heißt, wenn man jetzt tiefer in die Sprache geht, in die Matrix, und da sage ich immer wieder, du musst nicht wissen, wie ein Computer funktioniert, um damit ins Internet zu gehen, das erklärt die Holofeeling auch noch. Das ist dann mit dem Wörteraufächern, wie das manche nennen. Das ist, wenn du das einmal verstanden hast, wirst du ein einziges Wunder erleben. Ich höre von Leuten, die das sehr intensiv studieren, die mir das jetzt einleuchtet. Es gibt überhaupt keine Zufälle. Es ist ein rein arithmetisches System. Und die Ausgangsbasis ist, dass der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, du denkst jetzt den Matten genauso aus wie den Udo. Jetzt ist es aber, was macht das Ganze, die Welt um dich herum? Das ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und ich sage immer wieder, wir setzen jetzt einmal symbolisch für dich, Geist, einen Computer. Wohlgemerkt, der Computer symbolisiert etwas, was du an und für sich nicht denken kannst. Der Bildschirm des Computers ist ein darstellendes Bewusstsein. Und die muss jetzt klar sein, auf dem Bildschirm wird immer nur das auftauchen, was das Programm und die Software, mit denen der Computer arbeitet, hergibt. Und das ist der Intellekt, der dir zur Verfügung steht. Jetzt ist es aber so, dass dieser Intellekt, den konntest du dir nicht raussuchen. Das ist diese Buchmetapher. Ich hoffe, du hast die mehrere Male gehört. Ich sage auch oft, wir können das ein Buch nennen oder wir können das ein Programm nennen. Jetzt ist es, jetzt mache ich so aus Ich bin du. Ganz am Anfang habe ich so Standardbeispiele und da betone ich immer wieder, das sind Vereinfachungen von Vereinfachungen. Verstehe den ersten, das ist, wir sagen jetzt das Beispiel mit dem Schwamminhalt. Ich sage, wenn der Mensch, und das ist jetzt, sag's da mal für eine Logik, die noch raumzeitlich logisch denkt, wenn der Mensch auf die Welt kommt, ist er wie ein kleines Schwämmchen. Und im Laufe des Lebens saugt er sich mit dem Medium voll, in dem er sich befindet. Und du wirst jetzt als Säugling, wenn du in Indien aufwächst, wirst du einen komplett anderen Glauben und ein anderes Weltbild haben, wie wenn du hier in Holland aufwächst oder du wächst in Basien auf. Ja. Du weißt, ich habe das so oft erwähnt, wenn nicht, hör dir die Selbstgespräche an. Ja, ja. Das
Problem. Mir geht es jetzt nur darum, wie dem Beispiel, um dir zu sagen, du kannst dir deinen Glauben nicht raussuchen. Mhm. Was aber die Schwierigkeit ist, ist dieses raumzeitliche Denken. Eigentlich ist diese Schwammmetapher entspricht in einem gewissen Maß hier der Tabula Rasa von Locke. Francis Locke. Ja. Das ist also hier, das ist auch Materialismus, da geht man davon aus, dass du eine unbeschriebene, eine weiße Tafel bist, die Tabula Rasa, und im Laufe des Lebens schreibst du praktisch dein Leben, wie in einem, das Leben, das du lebst, wird in dir abgespeichert. Das ist jetzt wie wenn sich der Schwamm vollsaugt. Mhm. Und da kommt jetzt aber der Materialismus, und das ist das große Problem, der Bruch des zweiten Gebotes. Als tiefgläubiger Materialist, das ist dein erstes Problem, ist ganz tief in dir in deinem Glauben verankert, dass da außen eine Welt ist, unabhängig von dir, und dass die vorher schon da war. Mhm. Dir muss klar werden, das ist ein rein blinder Glaube, weil du kannst es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Ja, wie soll ich das sagen? Ich beanspruche nicht, dass ich das verstehe, aber es beginnt sich immer mehr das zu setzen. Das ist das Erste. Das ist der erste Weg. Und es muss, es geht nicht, dass du den Glauben veränderst. Ich betone auch immer wieder, es ist nicht, liegt nicht in meinem Sinn, in irgendeiner Art und Weise an dem Glaubenssystem von dem Madman, dem Protagonisten, dessen Rolle du zurzeit spielst, irgendwas verändern zu wollen. Das machen Religionen. Ja. Die versuchen, die Welt zu verbessern. Ich erkläre dir, dass die schon perfekt ist. Du bist zurzeit in einer Reifestufe, und ich sage immer wieder, deine Welt, deine Traumwelt ist wie ein Führerscheinprüfungsbogen. Ja. Und der ist so voller eklatanter, religiöser, auch wissenschaftlich, vor allem wissenschaftlicher Fehler, die ich ganz klar aufzeige, die aber natürlich alle einen Sinn haben, so wie die Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen sind. Mhm. Dieser fehlerhafte Führerscheinprüfungsbogen wurde ja von einem Schöpfer ganz bewusst mit Fehlern erschaffen, um zu prüfen, ob du die Fehler erkennst. Mhm. Ob du die akzeptierst. Und du wirst Sachen akzeptieren müssen, wenn du weiter wächst, wo dir die Haare zu Berge stehen. Es ist die Moral, die Ethik, die ich anspreche. Ja, da bin ich. Die trägt mich auf den Kopf, wobei ich immer wieder betone, es geht um Liebe, um eine allumfassende Liebe, nicht um eine selektive Liebe. Du sollst deine Verpflichtung als Familienvater, deinen Kindern gegenüber, deiner Frau gegenüber, da läuft dein Programm sowieso mit einer gewissen Moral. Mhm. Aber was mir jetzt wichtig ist, das wollen wir auch nicht verändern, dass du dich als Geist rausziehst und dir glaubst, du spielst zurzeit bloß diese Rolle wie ein Schauspieler. Und ein Schauspieler kann einen Guten spielen und einen Bösen spielen. Und du versuchst jetzt möglichst perfekt, den Martin zu spielen. Du sollst dich da nicht deiner Verantwortung entziehen. Mhm. Das ist ein innerer Akt. Was wir spielen, das Spiel ist was ganz was Intimes. Und es klingt jetzt sehr, sehr hart, dass ich jetzt hier definitiv zu dir sage, egal was du dir ausdenkst an Trockennasenäffchen, es wird keiner überleben. Das Einzige, was überlebt, ist der Geist, der träumt. Mhm. Nur der Geist überlebt den Traum. Wenn eine glauben hier, sie sind tiefgläubige Materialisten und am Ende ihres Lebens werden sie dann irgendwie erlöst, vergiss es. Mhm. Du musst diesen Keim, diesen Gottesfunken in dir haben, und du hast ihn in dir, sonst wäre ich in dir gar nicht aufgetaucht. Nee, ich sage jetzt mit allen Ernst, den Gedanken, den du jetzt denkst, ich habe gesagt, wenn ich wiedergeboren werde, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Ich kann mit dir nur kommunizieren, wenn ich als Figur in deinem Traum auftauche. Mhm. Und in dem Traum bist du zurzeit am Matten mit all das, was dein materialistisches Verständnis hergibt, was nichts daran ändert, dass du letztendlich der Geist bist, der das erlebt. Mhm. Es ist auch so, dass in dem Spiel nichts und niemand leiden muss. Ich habe hier elementare Beispiele, es sind ja tausende von Beispielen. Ich spreche jetzt das nur mal kurz an, erinnerst du dich an diese vier Stufen der Vergessenheit? Ja. Die sind ganz wichtig. Das heißt, wenn du ein Märchen liest, einen Roman liest, egal, du hast nur eine Schrift vor dir, dein Werte, deine Logik wird aus den Worten, sagst du mal, die Worte entheiligen und einseitige Vorstellungen aufwerfen. Das muss dir bewusst werden mit Holofeeling, wird jedes einzelne Wort zu einem riesen Komplex an Möglichkeiten. Mhm. Du wirst auch sehr allergisch sein, wenn dann so die Gespräche mit Gott, gibt es Gott, existiert Gott, das ist alles so sinnlos, wenn du meine Erklärung von Gott verstehst, Gott kann nicht existieren, existere heißt heraustreten aus, er ist immer im Meer. Jetzt kommt natürlich dieses schöne Spiel mit Deutsch-Hebräisch, was übrigens auch mit allen anderen Sprachen dann, die Worte werden selbst erklären, wenn du jetzt dann auch dieses Sprachsystem verstehst. Mhm. Ja, das fasziniert mich auch. Und das ist eigentlich meine zweite Frage. Und bitte korrigiere mir, wenn ich das falsch verstanden habe, aber
Was ich immer behalten habe, ist, dass das Entziffern mit dem Hebräisch und der deutschen Sprache eigentlich immer was das Endfazit ist eigentlich immer diese Sache, dass man Geist ist und dass der Unterschied zwischen Subjekt und Objekt findet in dem einen Geist statt. Pass auf, sobald du dir ein Subjekt ausdenkst, wir denken uns, ich mache jetzt einmal die zwei. Wir denken uns, ein Subjekt ist die Grundlage und ein Objekt sind die Objekte, die aufgeschmissen werden. Wir können jetzt sagen, der Adam ist sicher wie eine Kabe, was er eigentlich auch hast, denke und ausgedacht ist. Okay? Jetzt musst du wissen, wir haben ein Subjekt und ein Objekt und dieses Subjekt, dieser Denker, schaut sich das an, was er sich selber ausdenkt, was er erlebt. Du kannst ja nur deine eigenen Gedanken anschauen. Und das ist jetzt die erste Erkenntnis. Du darfst keinen Unterschied mehr machen zwischen einer sinnlichen Information, einer sinnlichen Wahrnehmung. Deine Jede Feinstoffe. sinnliche Wahrnehmung ist genauso eine Information in dir, wie wenn du nur feinstofflich was denkst. Du hast zwei Kinder, einen Sohn dabei, Zwei Jungs. zwei Jungs. Ja. So, jetzt pass auf, jetzt mache ich immer nur mit Worten etwas. Jetzt denk einmal, wie man dir den ersten Sohn, wie du den das erste Mal in den Arm gehalten hast. Denk Nice. jetzt einmal an diese Situation. Diese Worte lösen jetzt in dir eine Vorstellung aus. Okay, ich sag, wie schon weg. Jetzt denk jetzt an den Sohn. Wo denkst du den jetzt hin? Und jetzt ist ganz wichtig, der ist alles, was in dir in Erscheinung tritt, ist hier und jetzt deine Information. Was ist jetzt, wenn ich jetzt sage, jetzt denk wieder an das erste Bild, wie man dir den zum ersten Mal in die Hand, was ist von dem noch über? Ja, nur Nichts mehr. ein Gedanke. Nur der Gedanke, wenn du ihn denkst, wenn du ihn nicht denkst, ob du den jetzt hier denkst als Säugling oder als Sechsjährigen oder als Zehnjährigen oder als 20-Jährigen, es spielt überhaupt keine Rolle. Es sind deine Gedanken, die nur dann da sind, wenn du sie denkst. Das ist Apokalypse, die Enthüllung. Ist das einmal oberflächlich betrachtet, verändert sich an deiner momentanen Wahrnehmung überhaupt nichts. Wir verändern die Grundlage, da habe ich auch ein Beispiel. Das ist wie wenn wir Betriebssystem verändern. Pass auf, ich habe auch in sehr, sehr vielen Gesprächen, ich wiederhole das für dich, ich habe gesagt, du bist der Computer und ein Computer ohne Daten. Jetzt kommt natürlich das Hebräische, wenn man Daten schreibt, die hebräische Radix ist ja DTM. DT heißt Glaube und Religion auf Hebräisch. Das ist die Öffnung der Erscheinungen und das N am Ende, die Öffnung ist ja weiblich, aber die will jetzt hier keinen Hebräischunterricht geben, wobei das übrigens auch keine Juden wissen. Das heißt, einer, der hier perfekt Jüdisch spricht, der hat von dem überhaupt keinen Sinn. Die plappern alle nur nach, die werden immer mehr bewusst, dass dein Lehrer, wenn du studiert hast, dass das reine Rezitiermaschinen sind. Wenn du zu einem Arzt gehst, dass egal wen du in dir in Erscheinung treten lässt, dass der mit dir das erzählt, was man ihm jetzt in einer bewusst ausgedachten Vergangenheit einprogrammiert hat, an Wissen. Und es war zu allen ausgedachten Zeiten anders. Was jetzt hier kommt, wir kommen jetzt wirklich in dieses Hier und Jetzt. Ich sage zurzeit immer, wenn ich mich jetzt mit dir hinsetzen würde, von Mensch zu Mensch, und wir gehen einfach mal ins Internet und wir schauen uns Philosophievorlesungen, Physikvorlesungen und so weiter an. Du wirst feststellen, es ist hier nicht in einer Vorlesung, dass zwei, drei Sätze hintereinander gesprochen wird, wo eine permanent wieder auf Vergangenheit zurückgegriffen wird und der hat entdeckt und vor 5000 Jahren waren, das ist doch geistlos nachgeplappert. Er hat es gelernt, dass der das entdeckt hat. Und ich habe das angesprochen in der Physik, dieses raumzeitliche Denken, schon die Sprache, die Evolution, ex folgere heißt herausrollen, ein Volumen, das normal mit Raum übersetzt wird, heißt im Lateinischen gar nicht Raum, sondern eine Winden, ein Kreisen, ein ständiges Herausrollen, das sind die Gedankenwelt. Das hat mit Raum nichts zu tun und das Allerschlimmste ist das Wort Universum, das in eins gekehrte, die zu denken, dass da außen hier 200 Milliarden Sterne sind, oder eine Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht, das ist schon ein Wissen, das du verwirklichst, das du erst verwirklichen kannst. Das muss, bevor du das denkst, musst du schon auf deinem Programm drauf sein. Jetzt kommt das Buch. Wenn du auf der Seite 6 bist, weißt du noch nicht, was du dann auf der Seite 10 vielleicht in der Schule lernst. Aber es ist in dir schon drauf. Du liest zur Zeit, du durchlebst das Leben in deinem Traum von den Mappen. Aber du bist der Leser von dem Buch. Ich habe das zigfach erklärt. Das heißt, wenn das Buch zu Ende ist, bist du immer noch da. Und alles, was noch kommt, ist auf dem Buch schon drauf. Vertrau mir. Mann, ich bin wirklich der, der ich zu sein glaube. Und es geht jetzt nicht um den Udo, den du dir ausdenkst. Das ist vollkommen unwichtig.